So, wir müssen da unten hin und hier. Genau, jetzt haben wir nämlich in der Folge schon wieder Überlänge und der Schnitt war schon längst. Das heißt, wir sind schon längst in der nächsten Folge. So, gut. Und ich glaube, das habe ich. Ach, hier komme ich nicht durch. 20 FS, wunderbar. 19. Oh, das hatte ich nämlich hierhin getan. So. Jetzt haben wir wieder 30. Okay. So, da sind nur so ein paar Stacks, aber sah halt noch mehr aus und ich glaube, da oben haben sich schon unsere ganzen Saplings von vorhin oder von gestern eingepflanzt. Ja. Da hinten darf das gerne sein, hier aber nicht, bitte. Und jetzt brauche ich noch, ja, ich brauche noch so eine Sichel und dann würde ich sagen, gehen wir in den Wald. Und das können wir hier lassen. Haben wir noch eine irgendwo? Ja, Skite. Ist das richtig? Aber ich glaube schon, dass das richtig ist. Okay, okay. So, ich wollte da hinten noch. Habe ich die Eisenblöcke. Habe ich die Eisenblöcke jetzt da hinten reingeschmissen oder habe ich die irgendwo anders? Ja, ich habe die irgendwo anders verloren. Aber ich brauche doch Eisen. Ja, ich weiß nicht. Ah, ich glaube. Ja, das sind die Eisenblöcke. Ich nehme das mal alles mit und wir gehen da hinten hin zu dem. Zu unserem Tinkers Arbeitsplatz und das Gebäude sollte ich auch so bald wie möglich fertigstellen. So. Okay, nein. Ah, genau. Okay, so war das. War das, hä? Ja, das war genau andersrum. Habe doch gedacht, dass ich Scheiße baue. So, das da oben hin, das dahin. Dann gehen wir mal Holz sammeln, weil Holz brauchen wir vor allen Dingen, um hier weiterzubauen. Vor allem, wenn ich hier so viele Millionen Carbon-Blöcke verwende. So, das Problem ist jetzt, wenn das jetzt kein Baum mehr ist, dann funktioniert das hier auch nicht, oder? Ah, doch. Dann habe ich nichts gesagt. Ach, der hat ja auch hier ein 3x3-Feld von dem Gras einfach mal weggemacht. Machen wir hier jetzt mal. Okay, hier funktioniert das nämlich schon wieder nicht. So, was sagst du denn zu dem Baum? Ach, ist das schön. Ist das hier, bitte? Und einfach alles mal wegschlagen. Wohl, halt, stopp, das wollte ich ja so. So. Also so kann man doch mal, so kann man arbeiten, definitiv. So ist das schön. So, jetzt haben wir schon wieder ein Stack Holz dabei. Das ist der Wahnsinn mit dem Ding. Auch wenn es manchmal nicht so recht funktioniert. Stimmt, das erkennt das. Ah ja, okay, ich weiß schon. Ich hatte doch recht. Wenn ich die Blätter vorher wegmache, wird es hier nicht als Baum erkannt. Dann nimmt er auch nicht den ganzen Stamm mit. Ansonsten macht er nämlich immer nur so ein 3x3-Feld. Wenn wir jetzt zum Beispiel so einen riesen Baum fällen würden, so einen Modbaum, dann würde er wahrscheinlich auch nur 3x3-Felder wegmachen. Das kommt auch an. Da versucht ihr mal so einen riesen Gummibaum zu fällen, die gibt es ja in wirklich monströsen Ausmaßen in einigen Mods. Sacred Rubber Tree oder sowas. Wahrscheinlich schmiert dann sogar der ganze Server ab, auf dem wir gerade sind. So. Hier hat das doch wieder als Baum erkannt. Wupp, das war das erste Teil.
So, ich arbeite mich jetzt einfach mal hier durch den kompletten Wald durch. Es geht ja schnell. Ach, ist geil. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich irgendwie vermisst. Und zusammen mit der Sense hier ist das wunderbar. Okay, hier wird ja wieder nicht als Baum erkannt. Toll. Okay, hier aber schon. So. Hier bitte auch. Danke. Zack. Weg damit. Weg damit. Das brauchen wir alles nicht. Au! Scheißding. Ich nehme dieses Gift-Efeu hier. Keiner mag dich. So. Was? Oh, 3 Stacks Holz schon. Und das in der kurzen Zeit auch auf die Gefahr liegt, dass ich mich ständig wiederhole. Okay, lass das so. Okay, das war ein Fehler. Und ich muss schlafen gehen. Okay, da musste ich gerade mal ordentlich niesen. Okay, jetzt wird es schon sehr dunkel. Ich habe Angst. Nachts kommen die Monster raus. So. Ja. Oh, war hier nicht mal ein Wald? Aber ich glaube... Oh. Ist das nicht eine Spinne? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Du kannst... Hachi. Ich liebe es. Jetzt sind wir voll. Danke, Creeper. Echt toll von dir. Ja, es nützt hier alles nichts. Ich muss ja eben den ganzen Scheiß wegbringen. Okay. Ah, jetzt komme ich auch nicht mehr rein. Das habe ich ganz wunderbar gemacht. Wir brauchen noch einen Eingang nach hinten, glaube ich. Ich möchte jetzt den ganzen Mist einfach mal hier in den Kompost schieben. Genau. Das brauchen wir, nicht. Okay, so viel Saplings brauchen wir auch nicht, also können die auch mit rein. Ja, ich weiß. Das können wir auch mit rein tun, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Und jetzt können wir wieder dahin hingehen. Bisschen machen wir noch. Und dann wird wieder aufgeförstert. Beziehungsweise man sagt ja aufgeforstet. So, das könnte ich eigentlich essen, wenn... Das kann ich eigentlich nicht essen. Könnte ich das hier pflanzen? Nein, das muss an einen Baum. Obwohl mich das wieder auf eine Idee bringt. Aber wir haben ja noch ein, zwei Slots frei. Da könnten wir mal noch ein paar Bäume mit einsacken. So, das kann auch weg. Und da hängt mir ein Pilz dran, toll. Okay, war hier ein Creeper oder sowas? Ich erinnere mich gar nicht mehr daran. So. Ist doch schön, wenn es mal läuft. Okay, weg damit. Okay, jetzt wollte ich eigentlich so langsam eine Pause machen. Oh, jetzt reicht's aber hier mit dem. Nicht damit, bitte. Aber hier können wir mal kurz Hand anlegen. So, und hier auch.
Und ich hole mal gerade ein bisschen Erde. Ich muss das Zeug hier noch wegbringen. Jetzt ist es ein bisschen kahl hier und da war gerade ein mega Frame Drop. Ach gut, das ist keine Höhle. Das ist nur so ein halbgarer Durchgang da unten. Okay, ich glaube, ich sollte mal in eine kleine Speisekammer für Arme gehen, die ich auch nochmal groß überarbeiten möchte. Da können wir aber schon mal das Zeug wieder hineintun. Wo haben wir denn Erdbeeren? Hier, danke. Äpfel. Oh, die hatten wir noch gar nicht. Na gut. So, okay. Was haben wir denn hier? Barley, na gut, Barley hatten wir ja schon, braucht man nicht. Und das Salz kommt natürlich hier rein. So. Da haben wir noch ein bisschen was für unsere Mistkiste da unten. Das ist sie wohl nicht. Das ist sie. Obwohl, ich glaube, so die Ox-Saplings nehme ich direkt wieder mit. String kommt ja auch rein. Das Eisen habe ich ja auch noch dabei. Weil ich so gut organisiert bin. Okay, Meadowgrass können wir lassen. Ich dachte jetzt, das wäre schon wieder eine von diesen Gift-Efeu-Scheißdingern. War es glücklicherweise nicht. So, ein kleines Greenshot. Zum Thema war hier nicht mal ein Wald. So. Ich glaube, ich könnte mal 1, 2, 3 hier. 1, 2, 3. Nein. So, damit wir keinen blöden Fehler machen, tue ich hier mal das Ding weg und nehme die normale Axt. So. Und dann setzen wir hier schon mal überall. Aua, Mann! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ups, da habe ich jetzt gegen das Mikro gehauen. Das wollen wir natürlich nicht. So. Ich muss gerade mal gucken, wie viel wir hier überhaupt brauchen. Also sind 4 und dann ist einer da oben drin. Immer über dem Bodenlevel. Immer so. Okay, ich muss dann auch noch einer hin. So, 1, 2, 3. Von hier aus bitte. Ja. 1, 2. 1, 2. 3,5. Wie habe ich das hier? Ja, jetzt sind nur 2,5 und dann ist einer. Also hier ist richtig, aber meinst du, hier nicht? Hier müsste... Nee, ist doch falsch. Ach, okay. 2,5 von hier aus gesehen. Dann macht es doch Sinn, dass das hier alles so hoch aussieht. So. Aber eigentlich... Ich könnte uns noch einen Stack Erde holen und da unten erstmal Erde reintun. Dann nehmen wir direkt noch einen zweiten mit. Stein haben wir direkt auch noch an bei. Den habe ich das so gemacht, dass er erstmal eine normale Schicht Stein lang geht. Da kommt kein Holz hin. So, hier unten kann nämlich Erde rein. Genau, machen wir erstmal so einen kleinen Penis aus Stein. So, und hier kommt dann wieder 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4. So. Und schön. Obwohl, hier lohnt sich das schon fast gar nicht. Aber von innen sieht man es ja, deswegen macht es dann doch Sinn. Wir müssen dann 2 weg. So, 1, 2, 3.
3. Nein! Ich habe noch gesehen, wie das... Okay, das war auch das falsche Holz, aber... Ich habe noch gesehen, wie da dunkles Holz reingesprungen ist. Ja, das... läuft ja wunderbar. Dahin bitte. Und hier so. Gut. Dann noch hier. Okay, dann haben wir das auch schon. Und dann müsste ich mal gucken, wie ich mein Design gemacht habe. Das sind zwei Stufen Spruce Wood und zwei Holz. So, gut. Dann machen wir uns mal die geforderten Stufen eben fertig. Okay, gut. Jetzt haben wir ja genug Material. Das ist schön. Und jetzt muss ich mal eben husten. Husten und niesen und nochmal. Und das alles während der Aufnahme. Das macht natürlich so richtig Spaß. So, okay, das hatte ich. Muss aber nochmal nachgucken, wie war das Layout? Zwischen den beiden ein Holz. Also. Dort. So, aufpassen, von wo? Wir das machen so. Und ich glaube, dann war ja dort noch ein Carpenters Block. Also zwei Carpenters Blocks Stein dorthin. Ich fühle mich gerade voll komisch, weil ich jetzt irgendwie schlüssig mit einer bestimmten Baustelle weitermache, die sogar dran ist. Das kann ich gar nicht verstehen. So, bevor wir dann dort weitermachen, muss ich mir gerade erstmal Carpenters Blocks holen und hier ist noch ein Fail drin. Genau, das ist nämlich noch eins so weit vorne. Das muss nämlich noch getauscht werden. Die Treppe nämlich hier hin und das kommt hier hin. Nein, das ist auch eine Treppe. Das kommt hier hin, weil da verbindet sich nämlich das nicht mit dem. Und ich gehe mal eben wieder pennen, wie immer. Im letzten Level müssen wir ständig pennen. Und beim Pennen kann man natürlich eben kurz einen Schluck trinken. So, wir brauchen auch noch Carpenters Blöcke. Hammer, haben wir noch? Nicht. Aber machen wir uns noch mal ein paar mehr Carpenters Blöcke. Können wir mal die ganze Birke hier durchjagen, mit der kann man ja eh nichts anfangen. Damit machen wir uns dann erstmal ein paar Standardblöcke. Okay, das war auch schlau. Aber das wird ja reichen. Okay, das geht natürlich nicht. Schön wäre es gewesen. Und jetzt lege ich erstmal das Eisen weg. Bevor uns das noch weiter das Inventar zuklumpt. Eigentlich soll das hier rein. Genau. So. Ich brauche einen Rucksack. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals gesagt. Okay, Eisen kann in die Smeltery. Dann haben wir wieder einen Slot frei. Und ich brauche jetzt voll den Hammer. Okay, das... Nee, das geht nicht. Das können wir nicht wechseln. Schade. Das wäre schön, wenn wir den direkt zu Slabs machen könnten. Können wir das eigentlich? Muss ich mal eben gucken. Nee, es gibt keine Carpenter Slabs an sich. Das müssen wir mit dem Hammer machen. Schön wäre es ja gewesen. Wo habe ich denn den Hammer? Moment, ich könnte mal hier noch eine Schaufel ablegen. Okay, ich glaube, den Hammer, den könnte ich auch kaputt gemacht. Jetzt muss ich wieder da hochrennen wegen dem... Ach, Mann. Jetzt muss ich wieder da hochrennen wegen dem Eisen, das nur da oben ist. Na gut, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche.
Erstmal schön lange künstliche Laufwege schaffen. Okay, kriegen wir das so. Ja. Tatsächlich. Naja, immerhin. So, und dann machen wir natürlich da erstmal überall zwei Kabel des Blocks rein. Ich weiß, ich könnte auch jeweils einen Hammerschlag sparen, wenn ich es anders machen würde. Aber was soll's, wir haben, also an Eisenmangel werden wir nicht leiden. Weder körperlich noch in anderer Form. Jetzt habe ich während des Satzes natürlich vergessen, was ich für einen bescheuerten Gag bringen. Okay, müssen wir von außen machen. So. Machen wir es von hier. Zack, zack. Kack, kack. Nein. Da. Danke. Zack, zack. Zat, zat. Zack, zack. Ah, oh, es geht. Wer hätte sonst rumgeheult? So. Geht doch. Ich weiß gar nicht, was ich hab. So, und wenn wir schon mal hier draußen sind, dann bringen wir doch flugs mal die zweite Treppe hier an. Mach ich wieder hoch. So. Abgesehen davon, dass dort keine Holztreppe hinkommt. Wir haben, jede Treppe ist wertvoll. So, hier bitte. Da auch. So. So, jetzt haben wir natürlich nur ein Problem. Wie komme ich jetzt wieder? Okay, da muss der gerade husten. Das eine Problem ist nämlich, wie komme ich da wieder rein? Ja. Okay. Okay. Das müsste reichen. So. Den nehmen wir mit. Jetzt klebe ich nämlich hier überall die Slabs drauf. So. Da komme ich nicht dran. Also hüpfen wir wieder hier durchs Gemüse. Obwohl das Gemüse ist hier wohl eher da. So. Okay. Merke, Shift gedrückt halten ist eine blöde Idee. So. Ja. Dann halt so. Wird schon was. Ja. Muss schon rennen dabei, sonst kommst du noch nicht rüber. Ja, hatte ich was gesagt wegen Shift oder so? Hatte ich da schon mal irgendwann irgendwas erwähnt und jetzt springe ich natürlich dem einen Block nach. So, wegrennen. So. Und wir sind wieder drin. Gut, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommt da oben dann. Ja. Ah, ist ja egal. Wir müssen es so oder so machen. Machen wir einfach drei hin, dann haben wir es am einfachsten gleich. Wegmachen müssen wir es gleich eh. Da können wir den Excavator nehmen, dann ist das immer nur ein Schlag. So, okay, hier fehlt, glaube ich, noch was. Okay. 1, 2, 3. Hier kommt nämlich noch dieser hier hin. Okay, und jetzt brauchen wir Treppen von dem Material. Gut, dass ich ja jetzt die Crafting-Kiste immer dabei habe. Ob wir 16 reichen, weiß ich nicht. Können wir nämlich einfach folgen. Dann geht das nämlich wunderbar hypereffizient. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich nehme es zurück. Ich nehme es nochmal zurück. Ich nehme es doppelt zurück. Jetzt bin ich wieder zu hektisch, um da hochzukommen. Ja, das ist, ja. Ich schäme mich. Zack, zack, zack,
Zack. So. Jetzt geh doch einfach hier hoch. Da geht's wenigstens. Danke. Okay. Zack. Und. Zu blöd, auf den Block zu springen. So. So, wenn wir es so machen, wenn wir nicht zu weit nach außen gehen, dann fallen wir da auch nicht runter. So, das da, das da. Jetzt haben wir das hier immerhin alles. Von innen? Ja, was mache ich denn überhaupt von innen? Da weiß ich noch gar nicht. Machen wir erstmal die Erde wieder weg. Jetzt haben wir so einen Schlag, zack, alles weg. So macht es auch richtig Spaß zu arbeiten. Oh, jetzt rennen wir noch einmal hier durch. Okay. Jetzt kommt schon mal immerhin von außen hier absolut nichts mehr rein. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, wie habe ich denn den Turm gemacht? Ich glaube, der ist ganz... ganz, ganz simpel. Genau, da ist einfach nur nichts. Einfach mal nichts. Gut. Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Hier in der Mitte kommt einfach... Okay, da hat sich wieder der Husten eingeschlichen. So, Sprucewood in die Ecken. Davon haben wir noch ein bisschen was. Das können wir verarbeiten, wenn nicht, holen wir uns da ein neues. So. Gehen wir mal hier gemütlich um die Ecke. Ich denke mal, hier machen wir dann auf beiden Seiten jeweils eine Tür. Dass wir von da aus in diesen Mauerabschnitt reinkommen. Und es wird natürlich wieder dunkel. Wird es aber immer, das ist halt nichts Besonderes hier. Auch hier, frei für die Optik, mache ich mal den Slab-Fallschirm rein. Könnte auch eine Treppe sein und kein Slab. So. Dass wir hier das Design so machen. Hier nehme ich noch Slabs rein und hier dann auch mal. So, da brauchen wir das und den Hammer. Zack, zack. Und schnell in die Kiste, sonst kommt wieder so ein creepiger, grünfüßiger, flauschiger Typ, der uns ja, dann großes Aua in den Boden macht. So, so, so. Okay, ich dachte, das sieht komisch aus, aber es ist auch von der falschen Seite. Oh, jetzt ist natürlich das große Problem. So, hier machen wir dann doch eine Tür rein. Ursprünglich wollte ich das ja nicht, sagte ich ja. Okay, kann der auch weg. So, hier muss eigentlich gar keine Tür rein. So, machen wir das einfach gerade so, weil ich gerade viel zu faul bin, den Crafting Table auszupacken. Hier hämmern wir den Spruce rein, dann machen wir hier die versenkte Tür rein.